Ich bin also Klaus John, bin Heilpraktiker, 58er Jahrgang. Und ich habe seit 1985 meine Praxis. Ich war also einer der jüngsten Heilpraktiker in der Bundesrepublik. Ich habe mit 21 Jahren angefangen mit der Ausbildung. Ich habe meine Universitätslaufbahn als Maschinenbauer dann beendet, als Dropout nach Timothy Leary aufgrund meiner ganzen Erfahrung. Rückblickend muss ich sagen, war ich so ein bisschen zweitmatrixmäßig drauf. Ja, so die schlimme, schlimme Welt und alles ist gegen einen und man muss da irgendwie überleben und durchkommen und so und sein Ding machen. Aber ich habe es nicht bereut, einfach diesen freien Weg gegangen zu sein, auch wenn ich nicht so die Würden und Stempel und Titel habe wie manche Akademiker, die sich dann aber auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen dürfen mit ihren entheogenen Ansichten, weil sie sonst auch ganz schnell raus sind aus dem System. Ja, seit 1990 bin ich dann also zertifiziert. 1988 war ich schon bei Groff ein sogenannter Approved Facilitator, durfte meine eigenen Workshops machen. Und seit dieser Zeit mache ich das in Einzeltherapie und in Gruppen. Meine sonstigen Interessen, die natürlich auch spirituelle und psychedelische Wurzeln haben, ist Beschäftigung mit Elektroakupunktur, also mit dem Energiekörper des Menschen, mit Homöopathie, mit Farbtherapie, mit Aura-Analyse, Chakrenanalyse. Das ist ein sehr spannendes Thema, wenn man mal Bilder gesehen hat von Alex Gray, wie der Yogi da sitzt im Kosmos mit den ganzen Akupunkturmeridianen und Knochen sichtbar und den bunten Chakren und den Energiefeldern um sich herum. Das ist etwas, wie wir uns auch wahrnehmen können. Und ich bedauere, dass viele Psychedelika es einfach nur um die Materie, um den Stoff, um die Chemie, um das Medikament geht und diese spirituelle Perspektive, was können Psychedelika uns auch sagen, jenseits einfach nur von hedonistischem Spaß, dass das ein bisschen kurz kommt. Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass alles anders ist, als ich mir das vorstelle. Als junger Mensch dachte ich, dass man alles erklären kann, dass unsere Naturgesetze bis in den letzten Winkel des Universums gelten. Die letzten Südseeinseln waren entdeckt, die letzten Elemente im Periodensystem waren gefunden. Es gab nichts mehr zu entdecken, dachte ich, bis ich gesehen habe dann durch Erfahrung, dass wirklich alles anders ist, als ich es mir jemals vorstellen kann. Und da gefällt mir dann auch der Dr. Faust, der nun sagt, habe ich nun Philosophie, Juristerei und Medizin und so weiter studiert, könnt ihr das selber lesen. Ich bin so dumm wie vorher auch. Man muss schon sehr viel Selbsterkenntnis haben manchmal, um zu sehen, dass gerade in dem Moment, in dem man denkt, jetzt weiß man Bescheid, dass man dann doch ziemlich auf den Leim gegangen ist, dass es immer noch mal eine erweiterte Perspektive gibt. Was mir auch ganz lieb ist, ist das Höhlengleichnis von Platon. Ihr wisst vielleicht von dem Buch Der Weg nach Eleusis von Wossen, Hoffmann und Ruck, dass auch in der Antike schon Psychedelika benutzt worden sind, ein heiliger Trank in Eleusis, wo über tausende von Jahren Menschen eingeweiht worden sind, einmal im Leben die Erfahrung gemacht haben, über ein Jahr vorbereitet wurden für diese Erfahrung und dann nicht drüber sprechen durften, aus gutem Grund. Wer kennt das Höhlengleichnis? Braucht mal so ein bisschen Feedback. Ja, dann werde ich das also kurz fassen. Wir haben die Idee, dass unten in der Höhle Menschen sitzen, die Prisoners, die können auf die Wand schauen und sehen Schatten. Und die Schatten, die kommen von einem Feuer hinter einer Mauer. Die armen Leute in der Höhle können sich aber nicht davon lösen. Die sind gekettet, die können nur an die Wand schauen und sehen nur die Schatten tanzen und was die Schatten sprechen und bauen sich ihr Weltbild zusammen, mit welcher Regelmäßigkeit die kommen. Wenn sich jetzt jemand lösen kann von diesen Fesseln und kann die Mauer hochsteigen, sieht er, das sind da Menschen, die Figuren tragen und die Schatten werden an die Wand projiziert und es gibt auch zwei Lichtquellen, von einem Feuer und von dem Höhlenausgang. Und wenn er dann an den Höhlenausgang geht und sieht das Licht, dann hat praktisch seine spirituelle Erfahrung, dann wird er erstmal gar nichts sehen, wird geblendet sein vom Licht. Und wenn er sich an das Licht gewöhnt hat, wird er vielleicht mehr erkennen und dann zurückgehen und den Leuten, die da unten festgebunden sind, seine Weltsicht versuchen zu erklären. Die werden auch ganz begierig zuhören. Aber dann werden sie sehen, dass das überhaupt nicht damit zusammenpasst, was sie selber denken. Sie werden diese Wahrheiten unterdrücken. Letztendlich werden sie ihn sogar töten dafür. Das ist ein Beispiel für
für Integrationsschwierigkeiten einer solchen Erfahrung. Wie kann man denn Menschen, die in ihrem festen Weltbild drin sind, erklären, dass sie es mit Schattenspielen zu tun haben, dass da noch eine andere Realität dahinter hängt? Ja, die Beschäftigung mit Tim Soliri war dann auch sehr spannend für mich. Er hat Politics of Ecstasy geschrieben, da habe ich alles wiedergefunden, was ich erlebte. Und er hat natürlich was ganz Grundlegendes gesagt, also wer LSD nimmt, muss bereit sein, seine Welt in Trümmern zu sehen. Ja, dass alles, was man vorher geglaubt hat, auf einmal hinfällig ist. Er sagt auch, das ist alles nur für die Guten, Gesunden, die Kranken. Wir sollten mal die Finger davon lassen, also wer Schwierigkeiten hat, sollte es lieber nicht nehmen. Hat auch die beiden Grundgesetze formuliert, du sollst das Bewusstsein deines Nächsten nicht verändern, aber ihn auch nicht daran hindern, seins zu verändern. Um psychedelische Erfahrungen dann zu erklären, hat er gesagt, gründe deine eigene Religion. Er war natürlich auch sehr Revoluzzer und sehr verfolgt und hat manchmal auch ein bisschen übertrieben, war aber auch ein großer Visionär, was er geschrieben hat, gerade über die Schaltkreise des Bewusstseins, Infopsychologie, Exopsychologie, identische Werke. Lohnt sich sehr, sich damit zu beschäftigen. Es wird vielleicht sehr lange dauern, bis man es wirklich versteht, worum es bei ihm ging. Wesentlich war seine Idee, dass man eben verschiedene Ebenen des Bewusstseins entwickeln kann, auch angeregt durch verschiedene Substanzen. Und dass man dann, wenn man diese höheren Ebenen erreicht hat, die unteren Prägungen seit der Geburt eben wieder aufheben kann. Und dieses Umprägen des Bewusstseins, das war vielleicht sogar die größte Gefahr, die man in ihm gesehen hat. Und der CIA in der Zeit ja auch damit geforscht hat, wie kann man Leute hirnwaschen. Ja, also er war praktisch der Hirnwäscher, der in die Hippie-Szene gegangen ist. Ganz, ganz gefährlicher Mann. Aber er hat auch schon erkannt, dass es um Geburtserfahrung geht und Neuprägung. Ja, auf diesem Bild Tim Soliri, wie immer lachend, und Ralf Metzner und Richard Alpert, später Ram Dass, waren seine Wegbegleiter. Ralf Metzner konnten wir auch in der Schweiz noch erleben. Ram Dass ist später Guru geworden, hat das Guru-Spiel gespielt, sehr viel Wohltätigkeit praktiziert, ist von seinem Guru-Spiel auch wieder runtergekommen. Ja, sehr interessante Persönlichkeit, fand das spannend damals, aber er hat dann sowas geschrieben über Reinkarnation und all sowas, und das war für mich damals noch ein bisschen far out. Später konnte ich das auch integrieren. Maria Sabina war für mich wichtig. Ja, es geht eben nicht nur darum, einfach schöne Bilder zu haben mit irgendwelchen Psychedelika, sondern es gibt auch Leute, die damit was anstellen, die damit andere Wirklichkeiten bereisen, die andere Wirkungen in diesen anderen Wirklichkeiten haben können, die Kontakt machen mit, was wir vielleicht die Akasha-Chronik nennen. Sie hat ihr Buch bekommen, ihre Sprache. Sie konnte als Analphabetin in diesem Buch lesen, Zugang zu Informationen bekommen, mit denen sie dann auch Kranke heilen konnte. Und das ist spannend. Wie können wir Erfahrungen machen, die auch unser materialistisches Weltbild transzendieren, die andere Wirklichkeiten erschließen? Das hat auch dann Joan Halifax erforscht, ist als Frau um die Welt gereist und hat Schamanen interviewt. Worum geht es denn eigentlich in der schamanischen Erfahrung in diesen verschiedenen Traditionen, die ja alle unterschiedliche Geschichten auch beschreiben? Und es geht letztendlich um das Lichten der Nyerika, ein Wort aus der Indianermythologie. Und das Lichten des Spiegels, ja, wirklich mit dem die Bewusstseinspforte zu durchschreiten, die Erfahrung zu machen, die vielleicht sonst erst in der Todeserfahrung möglich ist. Albert Hoffmann hat auch, als er sagt ja von sich selbst, er ist der vom LSD Entdeckte, also andersrum, das LSD hat ihn entdeckt. Er vergleicht das Bewusstsein mit dem Radioprogramm, wir können auch den Fernseher nehmen. Die Idee, dass das Sandmännchen im Fernsehen ist, das ist vielleicht in der Kindheit angemessen. Wir können darüber lächeln, wir können im Fernseher ein bisschen rumpuppeln mit dem Schraubenzieher, wir können das Programm verändern, können irgendwelche Zerrbilder erzeugen. Aber das Programm ist natürlich nicht im Fernsehapparat. Und genauso können wir das Bewusstsein auch betrachten. Das Bewusstsein ist nicht im Gehirn. Wir haben Bewusstsein auch zellulär, wir haben auch Bewusstsein in Amöben, wir haben Bewusstsein in Pflanzen. Ja, sogar anorganische Materie kann Bewusstsein haben oder man kann Erfahrungen machen, dass man das Bewusstsein so weit transzendiert, dass man auch sich fühlt wie ein Stein oder Pflanze oder Feuer oder sowas. Also unser Gehirn ist mehr
wie das Empfangsgerät für das große Bewusstseinsfeld. Albert Hoffmann hat ja auch von seinem Sorgenkind geschrieben, LSD, mein Sorgenkind, das Buch, wenn ihr das kennt, und sagt, die Sorgenkinder, das sind ja oft auch die hyperintelligenten Kinder, die dann die Zappelfilippe, die Probleme machen in der Pubertät. Und er hat gesagt, wenn er der Vater von LSD ist, dann ist Stanislav Grof der Pate, the Godfather. When I'm the father, then Stan Grof is the Godfather of LSD. Der Pate, der das, sein Sorgenkind durch die schwierige Pubertät gebracht hat. Also wenn man wissen will, was gibt es für grundlegende Forschung über LSD und Bewusstsein, kann ich wirklich Stan Grof empfehlen. Stan Grof, 1931 in Prag geboren, hier ein schönes Bild von Alex Gray, hat Medizin studiert, nachdem er eben Psychoanalytiker werden wollte, hat seine Comiczeichnerkarriere an den Nagel gehängt und wollte dann also Freudianer werden, musste Medizin studieren, um das zu machen, hat dann als junger Assistenzarzt an der Uni wohl dann Kontakt mit LSD bekommen. Firma Sandoz hatte damals LSD an alle möglichen Wissenschaftler geschickt, damit sie Feedback bekommen, wie man denn das schön vermarkten kann, weil die Substanz mit 10.000 Dosierungen pro Gramm, also wirklich sehr viel Gold versprochen hat. Man hat damals so die These gehabt von der toxischen Psychose, dass man also ein bisschen vergiftet wird und dann eine Psychose erlebt und sich dann einfühlen kann in Schizophrenie und dadurch vielleicht besser verstehen kann und behandeln könnte. Das war nur so ein Modell, das man einfach mal so in den Raum geworfen hat. Davon hat man sich schnell verabschiedet. 67 bis 69 hatte Stan Grof dann, als der Prager Frühling war, das Glück, nach Amerika zu kommen, nach Baltimore an die Uni und hat seine ganzen Forschungsunterlagen eingepackt und hat die Tschechei verlassen. Ist seitdem da geblieben, hat die transpersonale Psychologie begründet durch Treffen mit Anthony Zadic und Abraham Maslow und also die transpersonale Psychologie als die vierte Kraft der Psychologie nach der Analyse und Verhaltenstherapie und humanistischen Psychologie wollte man dann eine Psychologie haben, die sich nicht nur am Kranken orientiert, nicht nur am Schrott, sondern auch am gesunden, aktualisierten Menschen. Maslow war völlig begeistert von Grof und dann haben sie dann die transpersonale Psychologie begründet. Grof hat dann mit Joan Halifax, die ich eben schon erwähnt habe, zusammengearbeitet, wichtige Bücher geschrieben hat. Topographie des Unbewussten ist noch von ihm. Dann LSD-Psychotherapie und Begegnung mit dem Tod. Das waren gemeinsame Werke mit Joan Halifax. Die Ehe ging dann auseinander. Ja, Maslow habe ich schon erzählt. Gründung der transpersonalen Gesellschaft auch. Dann kann ich das skippen. Nachdem LSD dann illegal wurde, hat Grof dann am Esalen-Institut gearbeitet, ein sehr schöner Ort, wo viele Pioniere der neuen Psychologie zusammengekommen sind. Da ist er auch dann Fritz Perls begegnet, Begründer der Gestalttherapie, hat wesentliche Elemente der Gestalttherapie mit in das holotrope Atmen letztendlich übernommen. Es gibt auch Begegnungen mit Timus O'Leary. Timus O'Leary war, als ich meine Ausbildung noch gemacht habe, so das Enfant Terrible, der schuld war, dass eben die psychedelische Forschung stagnierte und verboten wurde. Inzwischen bekennt man sich schon mehr zu ihm. Hier ein schönes Bild von Stan Grof sogar mit einer Zigarette. Ja, Stan Grof hat dann am Esalen-Institut dann Begegnungen mit Christina Grof gehabt, die sich sofort in ihn verliebte. Und dann waren die beiden wie so ein göttliches Paar und haben zusammen das holotrope Atmen weiterentwickelt. Christina Grof hat viele Dinge dazu beigetragen, was das Setting angeht und Set und Setting. Ja, und seitdem gilt sie so als Mitbegründerin des holotropen Atmens. Sie ist vor kurzem gestorben, ist sehr traurig. Letztes Jahr in Berlin war sie noch ganz fit, voller Zuversicht, hat selber mitgemacht beim großen Workshop, aber leider ist ihre Zeit auf dieser Erde nun vorbei. Sehr traurig für Stan Grof. Hier gibt es noch ein Bild aus unserer Trainingszeit, wie er gerade die Psychopathologie erklärt, in Tiburon bei San Francisco. Stan Grof ist auch guter Freund gewesen von Václav Havel und hat 2007
eine Auszeichnung bekommen, Vision 97 von der Dagmar und Václav Havel Stiftung in Prag und arbeitet jetzt noch als Professor für Psychologie am California Institute for Integral Studies San Francisco und an der Pacific Graduate School in Santa Barbara, hat also immer noch Lehrtätigkeit, reist rum, gibt Workshops und Vorlesungen. Dieser Preis 97, das könnt ihr selber lesen, ich möchte nicht unbedingt alles vorlesen, also für besondere Denker, die besonders beigetragen haben für eine neue Vision. Václav Havel war völlig begeistert von dieser transpersonalen Vision und vor allen Dingen auch von der Topographie des Unbewussten. Und auch in Solothurn kam zur Sprache, uns fehlt eine Tradition, also eine Tradition von Psychedelika, wie wir das vielleicht auf Südamerika projizieren, dass da die Schamanen immer noch in dieser ungebrochenen Tradition ständen. Vieles von dem, was da berichtet wird, ist aber auch schon durchsetzt von Religionen und Institutionalisierung und ist nicht unbedingt übertragbar. Also wir müssen selber unsere Wurzeln wiederfinden und rausbekommen, wie können wir mit diesen Zuständen arbeiten, auch auf eine sichere Art und Weise, die nicht unbedingt so viel gesellschaftlichen Widerstand hervorruft. Und was brauchen wir für Ideen und Visionen, um tatsächlich die Probleme auf diesem Planeten auf friedliche Art und Weise zu lösen? Ja, und da schreibt er also, nun Menschen, die erfahrungsgemäß mit der transpersonalen Dimension verbunden sind, haben eine Tendenz, die Existenz zu schätzen, fühlen Achtung für die ganze Schöpfung. Eine der bemerkenswertesten Folgen der verschiedenen Formen transpersonaler Erfahrung ist die spontane Entstehung und Entwicklung echter humanitärer und ökologischer Interessen, die die Notwendigkeit der Teilnahme an Aktivitäten zur friedlichen Koexistenz und Wohlergehen der Menschheit. Dies basiert auf beinahe zellulärem Verständnis dafür, dass alle Grenzen des Kosmos relativ und willkürlich sind und dass jeder von uns in der letzten Analyse identisch und vergleichbar mit dem gesamten Gefüge der Existenz ist. Als Folge dieser Erfahrung neigen Einzelpersonen, Gefühle zu entwickeln, dass sie eher planetarische Bürger und Mitglieder der menschlichen Familie sind, als zu einem bestimmten Land oder einer bestimmten Rasse, sozialer, ideologischer, politischer oder religiöser Gruppe zu gehören. Es scheint offensichtlich, dass Transformation dieser Art unsere Chance des Überlebens deutlich erhöhen könnte, wenn sie in einem ausreichend großen Maßstab auftreten würde. Das ist ein bisschen auch die Idee von dem 100. Affen, der die Erfahrung macht, wenn man an Robert Sheldrake denkt, also es muss eine gewisse kritische Menge an Menschen bestimmte Erfahrung machen, damit die ganze Spezies dem dann auch folgen kann. Ja, und Stankov hat dann auch so im Rahmen von 2012, so diesem geraunten Ende der Zeit, dann gesagt, es scheint, dass wir uns in einem dramatischen Wettlauf um die Zeit befinden, da keine Parallele in der menschlichen Geschichte hat. Was im Spiel, auf dem Spiel steht, ist nichts weniger als die Zukunft der Menschheit und das Schicksal des Lebens auf diesem Planeten. Wenn wir fortfahren, die alten Strategien zu nutzen, die die gegenwärtige Krise verursacht haben und die in ihren Konsequenzen destruktiv und selbstzerstörerisch sind, könnte dies zu einer Vernichtung der modernen Zivilisation führen. Wir können den Rest selber lesen. Also letztendlich ist die Frage, machen wir wirklich Erfahrungen, die die Bezeichnung der weise Mensch rechtfertigen? Das kann man natürlich auch so ein bisschen als eine Drittmatrix-Fantasie bezeichnen, also das drohende Armageddon. Das ist nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Wir haben 2012 gut überstanden und es gibt viele, viele gute Ansätze. Es muss nicht alles auf so einen Untergang zugehen, sondern es gibt auch Perspektiven, die zeigen, dass überall jetzt schon was Neues passiert und jetzt Heilung auf dem Planeten passiert. Ja, aber was stimmt, was wir brauchen, ist ein neuer führender Mythos, eine begeisternde neue Vision, eine auf dem Besten der Wissenschaft und auch spirituell informiert und gegründet wäre, eine, die sowohl an rationale als auch spirituelle Aspekte der menschlichen Natur appellierte. Wir brauchen eine Vision, die wahrlich demokratisch ist, nicht eine, die Demokratie mit dem gewaltsamen Export der Werte der westlichen kapitalistischen Gesellschaft verwechselt, nicht? Und eine, die echte Befriedigung von menschlichen spirituellen Bedürfnissen bereithält. Dazu sind wir alle aufgefordert. Die Einsichten aus der LSD-Forschung sind, dass es keine genau zugeordnete Wirkung von LSD gibt. Also jeder Mensch wird andere Erfahrungen machen dabei.
Natürlich kann man sagen, Menschen machen außergewöhnliche Erfahrungen damit, das ist unbezweifelbar. Aber der Inhalt dieser Erfahrung, der variiert von Person zu Person, ist abhängig von dem psychologischen Material, was dem zugrunde liegt, und entwickelt sich prozessartig auch bei jeder Person. Also es kann sein, dass man ein paar super tolle Erfahrungen von ozeanischer Selbstentgrenzung macht und dann hat man doch leider die angstvolle Ich-Auflösung auf einmal, nicht? Das ist ja auch so eine komische, polare Anschauung. So wir Gesunden, wir Guten, wir können davon profitieren, aber diese Kranken da, die sollten lieber die Finger davon lassen. Und dabei ist es für viele gerade so, dass wenn man durch Schmerz, durch Konfrontation mit Geburt und Tod geht, dass das gerade das die heilvollen Erfahrungen sind. Und vor allen Dingen das Modell der toxischen Psychose wurde aufgegeben. LSD wird mehr begriffen als unspezifischer Verstärker unterbewusster Prozesse. Und als ein Instrument in der Wissenschaft vergleichbar mit dem Mikroskop oder dem Teleskop. Vielleicht auch sogar der Erfindung der Atombombe in der Zeit, ja, die Atombombe der Psyche. Man hat ja bei Galilei sich schon gewundert, dass die Wissenschaftler noch nicht mal durchs Mikroskop gucken wollten. Ja. Die Definition holotrop, was ist das? Kommt von griechisch holos, Trepein, bewegen, zu einer Ganzheit. Einfach die Erkenntnis, dass wir ein Bedürfnis nach Spiritualität haben, ein Eingebundensein in ein großes Ganzes. Genauso wie wir Bedürfnis nach Sexualität haben, wie Freud das entdeckt hat. Wenn wir diese Grundbedürfnisse unterdrücken, werden wir einfach verspannt und aus dieser Verspannung raus krank. Der Gegensatz zu dem Holotropen, also ist auf die Ganzheit gerichtet, wäre das Hylotrop, das ist auf die Materie gerichtet. Und es gibt natürlich immer Situationen, wo beides berechtigt ist. Wenn man also Pilot ist, der gerade ein Flugzeug landen soll, dann wäre der holotrope Bereich nicht so angemessen. Dann muss man schon sehr an seinen Instrumenten hängen und ganz klar materiell orientiert sein, um sicher zu landen. Aber dann gibt es eben Bereiche, wo es auch richtig ist, mal diese materielle Fokussierung auch mal zu transzendieren. Auslöser holotroper Erfahrung kann natürlich alles Mögliche sein. Am bekanntesten sind Psychedelika, die heiligen Pflanzen, aber auch Reizentzug, Fasten, Schlafentzug, genauso Reizüberflutung, Meditation, Tanzen, Trommeln, schamanische Technik, Hypnose. Das kann alles solche Erfahrungen auslösen, auch Schock, Krisen oder ganz kann einfach spontan auftreten, dass ganz plötzlich sich diese Erfahrungswelt öffnet. Es ist natürlich sehr leicht, jemanden vielleicht irgendeine Droge zu verabreichen, aber was dann, wie begleitet man den Menschen dann durch diese Erfahrung? Deshalb hat Liri schon gesagt, du sollst dann das Bewusstsein deines Nächsten nicht verändern. Also es ist nicht legitim, jemandem sowas irgendwie in den Kaffee zu tun, einfach um dem was Tolles zu vermitteln. Man muss schon wissen, wie man jemanden begleiten kann, wenn der dann durch angstvolle Erfahrungen durchgeht. Die Topographie des Unbewussten, ist die Folgerung also aus über 4000 LSD-Sitzungen. Das ist ein Plan, eine Landkarte des Unterbewusstseins, die allgemeingültig ist, die man also bei jeder Art von Psychotechnik oder Meditation anwenden kann. Wenn man anfängt, die Psyche aufzudecken, vielleicht psychogene Substanzen nimmt, psychedelische Substanzen, entheogene Substanzen, Drogen, wie immer man das bezeichnen möchte, dann hat man das mit der sensorischen Barriere zu tun, wie Croft das genannt hat. Barriere, weil es für die Psychologie, für die Psychotherapie uninteressant ist. Aber ist natürlich das Ziel der Hedonisten. Alles schöne, bunte Bilder und man spürt seinen Körper. Ja, man hat vielleicht guten Sex, die Musik ist intensiver, man hat Synästhesien, alles verschmilzt. Das ist vielleicht das, was man haben will, wenn man kifft und schön Musik hört, auf ein Konzert geht. Aber für Psychotherapie war es ein Bereich, der mehr eine Barriere war. Dann kommt die analytisch-biografische Ebene, die sich beschäftigt mit all dem, was vielleicht Freud auch beschreibt, die ganzen Lebenskrisen, die man hat, Unfälle, Verletzungen, Traumatisierung, die dann zurückgehen bis zur Geburt. Nach Freud spielt ja der Geburtsprozess keine Rolle, aber nachdem man dadurch
den Fleischwolf gegangen ist in der Entbindung und der Kopf gepresst wurde, die Geburtszange angesetzt wurde, die Nabelschnur um den Hals war oder so. Das spielt alles keine Rolle nach Freud, aber im nächsten Moment, wie die Mutterbrust angelegt wird, ob die gut ist oder nicht, das soll von Bedeutung dann sein. Dem ist die Bedeutung natürlich nicht abzusprechen, aber wir sind Wesen, die schon im sechsten Entwicklungsmonat durch den Bauch die Stimme von Vater und Mutter unterscheiden können. Da ist das Gehör schon voll ausgeprägt. Also vieles, was um die Entbindung herum oder auch im Mutterleib geschieht, hat durchaus Einfluss auf unser weiteres Leben. Und der transpersonale Bereich, der fängt dann also praktisch zeitlich nach der Entbindung an, geht dann durch diese ganze Geburtssituation durch und wesentlich weiter, da spreche ich dann noch drüber. Dann wichtig ist auch die Entdeckung der Koex-Systeme, werde ich auch drauf eingehen, und die Allgemeingültigkeit ist einfach eine Landkarte, die uns sehr weit helfen kann in vielen Bereichen. Die sensorielle oder sensorische Barriere, dieser ästhetische Bereich, da hat man einfach unspezifische Sinneserfahrungen, habe ich schon gesagt, Farben, Formen, Nachbilder, Restbilder auf der Netzhaut werden verstärkt, auch bewegte Bilder. Man hat optische Täuschungen, man sieht irgendwelche Muster, irgendwelche Säulenhallen, eine Orgie des Schauens. Man kann Musik schmecken, Farben schmecken, ja, Musik sehen, das ist eben das Ziel von Künstlern und Hedonisten. Nach Groff hat es eine emotionale Konnotation, also biografische und perinatale Elemente können sich da schon reinprojizieren. Und das kennen wir vielleicht dann auch aus den Kifferrunden, aus der Jugend. Wir haben erstmal so ganz toll erlebt, wie sich das alles anfühlt. Und dann kommen dann die Gespräche über die Eltern, ach, die Schule, die böse Gesellschaft. Ja, dieser biografische Bereich, der sich da plötzlich reinprojiziert, und dann kommen vielleicht Gefühle von Enge, Bedrückung, ja? Gefühle, die perinatal sind, die aus dem Geburtsbereich schon kommen, bis hin dann zum Bad Trip, wo man dann leidet. Ne? Ja, hier ist so ein kleines Experiment, wenn ihr wollt, könnt ihr das mal machen. Dann guckt ihr mal auf dieses Kreuz da zwischen diesen drei Farbkreisen. Macht das einfach mal, einfach dieses Kreuz als Fixierhilfe nehmen. Wirklich nur auf dieses Kreuz gucken, nirgendwo anders hin. Ich bin jetzt auch mal weg. Und wenn ihr dann da so drauf guckt, dann merkt ihr vielleicht, dass diese Felder so ein bisschen anfangen zu verschwimmen oder zu leuchten in den Umrissen, trotzdem auf das Kreuz bleiben, bis so dieses Leuchten so ein bisschen auftritt. Und dann, wenn ihr das habt, das müsste jetzt schon sein eigentlich, dann guckt mal nebendran auf das graue Feld, auf das Kreuz, auch nur auf das Kreuz, ein bisschen blinkern mit den Augen, dann seht ihr die Komplementärfarben. Ja, wer hat das gesehen? Alle, wunderbar. Ja, ihr könnt überall irgendwo hin blinkern, dann seht ihr diese Dinge auch noch. Und es ist wirklich nichts da, es ist wirklich nur ein Kreuz auf diesem grauen Feld. Kommt einfach durch die Ermüdung der Netzhaut. Ne? Und solche Phänomene sind bei LSD verstärkt, dass man auch ganze Felder und bewegte Felder davon sehen kann. Wir denken ja oftmals, die Wirklichkeit bildet sich ab auf dem Auge. Das stimmt natürlich nicht. Also alleine, wenn ihr an die Physik denkt, die Kerze, die Linse, die Leinwand, dann wisst ihr, die Kerze, die da auf dem Tisch steht, die ist auf der Leinwand verkehrt. Also eigentlich müsstet ihr mich jetzt hier an der Decke kleben sehen. Aber das Gehirn rechnet in Echtzeit alles um und vermittelt uns ein Bild der Realität, wie es doch so sein sollte, wahrheitsgemäß. Hier könnt ihr sehen, dass sowas auch völlig ohne Konzentration auf dem Kreuz geht. Diese Felder da hinten, die bewegen sich einfach an der Wand. Es gibt herrliche Kunstwerke mit sowas. Das ist auch so ein Ding, wo man sehen kann, unser Gehirn macht uns andauernd was vor. Gibt es tatsächlich da schwarze Kreise in den Kreuzen? Wenn ihr eins gesehen habt, guckt mal hin, dann ist es weiß und dann sind die anderen schwarz. Und ihr könnt euch überhaupt nicht dagegen wehren. Ihr wisst natürlich, dass es keine schwarzen Kreise gibt, aber das Gehirn lässt es nicht zu. Es ist erstaunlich, wie sehr wir mit unserer Wahrnehmung zu tun haben und wie sehr tatsächlich andauernd irgendwas in uns, unser Unterbewusstsein sagt, nein, so muss es sein. Und es ist nicht so.
Man kann in diesem sensorischen Bereich dann eben Bilder sehen, wie Künstler, Van Gogh oder so, und wie alle Formen verschwimmen, ja? Nicht? Farben verschwimmen. Oder solche bunten Ölbilder, die früher in den Diskos benutzt worden sind. Und es ist alles so schön bunt hier, wie Nina Hagen mal sagte. Man könnte das endlos erweitern. Ja? Der biografische Bereich. Da haben wir also diese Psychodynamik nach Freud, Elektra, Komplex, Penisneid, Kastrationsangst und so weiter. Alles Erinnerungen aus der Lebenszeit, prägende Erlebnisse von Gewalt, Beschneidung, Abnabelung, Verlust, Vernachlässigung. Viele von uns sind ja auch ungeliebte Kinder, hören dann von den Eltern, du hast mein Leben ruiniert oder sowas. Ja. Ja, oder wir sind irgendwie zur Planerfüllung gezeugt worden, weil wenn man verheiratet ist und nach 2 Jahren nicht Nachwuchs hat, was sollen denn dann die Nachbarn denken? Da gehören die Kinder dazu und das Haus und der Garten und der Hund und alles, was man so braucht im Leben. Aber man ist dann vielleicht doch nur ein besseres Möbelstück. Ja. Hier haben wir diese perinatalen Matrizen, da könnte ich jetzt natürlich auch einen ganzen Tag drüber sprechen. Wir werden nachher, nach dieser Stunde, irgendwo rübergehen in einen anderen Raum, wo wir Fragen beantworten können, wo ich dann auch mehr darauf eingehen kann. Ich habe eine Diashow dafür noch vorbereitet, die kann ich aber leider nicht vorführen. Also ich muss euch das so spontan dann alles beantworten und erzählen, oder wir gucken einfach, je nachdem wie viele dann da sind, hier einfach auf dem Notebook. Was Groff entdeckt hat, ist, dass die Koex-Systeme, ich auch noch weiter erkläre, wie fraktale Muster zurückgehen auf einzelne Bereiche um die Geburt herum. Und diese Phasen der Geburt kann man einteilen in 4 Phasen. Diese erste Matrix, die Urverbindung mit der Mutter, wo man sich noch eins fühlt mit dem gesamten Universum, und wie im Schlaraffenland sich fühlt. Und dann kommt der Bereich, diese zweite Matrix, die problematischste eigentlich, was Projektion angeht, wo dann der Druck von allen Seiten kommt, wo man sich als Opfer fühlt, in einer ausweglosen, depressiven Situation, wo alles sinnlos ist. Irgendwann öffnet sich dann der Muttermund durch dieses Vor und Zurück vom Kopf im Geburtsprozess. Und dann hat man das Gefühl, ja, jetzt kann ich durch, jetzt weiß ich, wo das Licht am Ende des Tunnels ist, jetzt kämpfe ich für die Freiheit und so weiter. Kann toll sein, wenn man so ein bisschen Biss im Leben hat, ein bisschen Aggression, um an die Dinge ranzugehen. Aber wenn man da ein bisschen zu sehr geprägt ist, dann kann man auch diesen ganzen Kampf zu sehr in die Welt projizieren. Das gegen das Böse kämpfen für das Gute. Und irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass man selbst der Böse geworden ist. Der Übergang zwischen der dritten und vierten Matrix, das ist die Phase, wo Tod und Wiedergeburt dann wartet, wo also auf dem Höhepunkt der Spannung dann der Kopf rauskommt, vielleicht noch das Fruchtwasser oder so, aber man fühlt sich plötzlich befreit und in einem völlig anderen Universum. Ja? Draußen im All, und es ist mehr ein Bewusstsein von Hologramm, alles wie innen ist wie außen, wie oben, so unten, und völlig andere Wahrnehmung als in diesem Tunnel, in dem man so zielgerichtet durch muss. Es ist ähnlich wie in der ersten Matrix, aber ist nicht alles so in diesem geschützten Raum in unserer kleinen Gemeinschaft gegen den bösen Rest der Welt, sondern es ist überall, im ganzen Universum. Transpersonale Erfahrung hat Groff ganz schön aufgegliedert hier, was kann alles an Erfahrungen kommen. Es war ja so, dass er als Freudianer irgendwann einfach die Fahnen strecken musste. Die Leute hatten in der psycholytischen Therapie mit Kleindosierungen so viel Zeug erzählt, was nach Freud alles irrelevant ist, und dachte, das sind Widerstände gegen die eigentlichen Themen. Dann hat man einzelne überwältigende Dosen genommen, die man gespritzt hat, wo es keinen Widerstand gibt. Wenn man 300 bis 600 Mikrogramm LSD intramuskulär bekommt, da gibt es keinen Widerstand, da schmilzt man dahin wie die Butter in der Sonne. Und dann kam noch mehr von diesem ganzen Zeug, was alles irrelevant wäre. Also musste erstmal kapitulieren als Freudianer und neu gruppieren, erstmal sortieren, was erleben Leute. Ne? Ja, und da sind diese Erfahrungen, wo man räumliche Grenzen überschreitet, wo man nicht mehr so dieses hautumkapselte Ego ist, Gefühle der Zweieinigkeit, dass man mit einer anderen Person eins ist, Identifikation mit anderen Personen oder ganzen Gruppen. Wir können uns als Tier fühlen, als Pflanze, botanische Prozesse, können auch ganz interessante Einsichten in die Botanik haben oder auch
Und das Liebesleben der Krokodile, es gibt schöne Szenen, wo jemand sich als Krokodil gefühlt hat und hatte dann Details geschildert, die tatsächlich nur im Sexualleben dieser Krokodile eine Rolle spielen. Also hat eine rote Blässe, so ein Fleck beim Therapeuten, der als Krokodil dann natürlich erschienen, gesehen, die besonders sexuell attraktiv war. Und das ist nun mal ein Sexualmerkmal von männlichen Krokodilen. Und die Person hatte davor überhaupt gar keine Ahnung davon, dass es sowas gibt. Nicht? Also man kann manchmal solche überschreitenden Erfahrungen machen, wo man Inhalte erfährt, die man mit seinen Sinnen nicht erfahren haben kann. Da kommt die Information aus diesem Bewusstseinsfeld irgendwie anders in den Verstärker. Ja, man kann auch die gesamte Einheit des Lebens und der Schöpfung haben. Man kann sich als anorganische Materie fühlen, als Stein, als Vulkan, man kann sich als ganzes als Planet fühlen. Man kann sich mit Gaia identifizieren, mit der Sonne, mit dem ganzen Universum. Im Grunde genommen mit jedem Prozess des Universums. Das kann man jetzt natürlich beliebig aufteilen. Wir können Erfahrungen haben, die die lineare Zeit überschreiten, dass wir uns also als Embryo, als Fötus fühlen, dass wir Ahnenerinnerungen haben, Reinkarnationserfahrung, rassische oder kollektive Erfahrungen, weit, weit in der Zeit, wo immer ihr hin wollt. Erlebnisse im Mikrokosmos, dass wir also Organbewusstsein haben können, Zellbewusstsein. Es gibt tatsächlich Leute, die eine Erfahrung der eigenen Befruchtung haben, wenn Spermium und Eizelle zusammenkommt in einem riesigen Knall der Liebe, ja, wo alles nur Licht ist, nicht? Und identifizieren ihre Erfahrung als das. Ja, das ist ganz spannend. Ja, und dann gibt es eben dann Erfahrungen, die über unsere Grenze von Raum und Zeit und auch unsere Konsensusrealität hinausgehen. Es gibt spiritistische oder mediumistische Erfahrungen, Erfahrungen des Feinstoffkörpers oder man begegnet seinen Schutzgeistern, ja, solche Geschichten oder zornigen Gottheiten. Manche Menschen glauben ja an Dämonen. Wenn man dem tatsächlich Realitätsgehalt zumisst, dann hat man es mit einer neuen Wirklichkeit zu tun, muss sich dann nicht drüber wundern, dass diese Dämonen, die man rief, auch Wirkung haben. Ich selbst glaube nicht dran. Also ich habe auch von Schamanen gehört, Ayahuasca-Schamane, der sagt, ja, ich kann dieses Ayahuasca, wo du nicht weißt genau, wo das herkommt, das kann ich nicht nehmen, weil das ruft ja Dämonen hervor. Und wenn ich den Dämonen nicht beim Namen kenne, dann wird der zornig und frisst dich auf. Also ich kann nur in meiner Tradition bleiben und ich weiß ganz genau, welches Ayahuasca und welcher Dämon dann kommt. Und wenn der dann kommt, dann spreche ich den an und sage, sei mal schön friedlich und lass uns mal hier schön reisen und so. Wenn ich Leute mit holotropen Atmen begleite und die haben Erfahrungen von Dämonen, ich kümmere mich wirklich nicht darum, wie die heißen. Das ist mir sowas von egal. Ja, da wird die Erfahrung einfach unterstützt, dass Leute das rauslassen. Und wenn sie die Erfahrung haben, gefressen zu werden von Dämonen, na wunderbar, dann lass dich fressen. Na, und weil es gibt Kontraindikationen. Jeder, der gesund ist, kann das machen, kann die Erfahrung von Tod und Wiedergeburt haben, ob er jetzt vom Tiger gefressen wird oder vom Dämonen oder ob er selber zum Tiger wird und zum Dämonen, das ist völlig egal. Ja. Es handelt sich einfach von Erfahrung, von Schatten, der nach außen projiziert wird und den man integrieren kann. Ich möchte da niemandem zu nahe treten. Also, wer dran glaubt, soll dran glauben. Ich werde also nicht Erfahrung kritisieren. Ich nehme Erfahrung immer sehr ernst. Ich muss aber nicht ein Wahrheitsgehalt zusprechen. Ja, viele archetypische Erfahrungen können wir haben. Wir können uns als absolute Fülle entdecken. Wir können auch uns als absolute Leere erfahren. Im Grunde genommen kann man alles erfahren, was menschenmöglich ist und was vielleicht in anderen Kulturen völlig normal ist. Nur in unserer Kultur mit unserem Ethnozentrismus eben nicht. Und dann hat jemand so ein Thema von Reinkarnation laufen, ist aber vielleicht fundamentalistischer Christ und muss das unterdrücken, wird dadurch krank. Ja gut, dann hat er halt mal die Erfahrung. Und wenn er gut durchbegleitet ist, dann ist die Erfahrung auch nicht mehr so wichtig. Dann geht es dann nachher um das Hier und Heute. Und ob man das karmisch begründet oder ob man das symbolisch begründet, weil das Gehirn so fantastische Geschichten erfinden kann, ist letztendlich ganz egal, weil es geht um die Integration. Was lerne ich aus dieser Erfahrung und was mache ich hier und heute? Was mache ich, wenn ich nach Hause komme mit meiner Familie? Wie bin ich zu meinen Kindern?
wie liebe ich meine Mitmenschen, wie höre ich auf mit dem ewigen Nachbarstreit, ja, und wie lebe ich ein friedvolles Leben zum Beispiel? Das ist die Frage der Integration. Wie komme ich nach so einer Erfahrung, ob psychedelisch, holotrop oder wie auch immer, wirklich wieder an, am Boden? Ja, dann gibt es noch so eine Gruppe Erfahrungen psychoider Natur, das ist nur vollständigkeitshalber ergänzt worden von Groff, wo Menschen tatsächlich irgendwelche Erweckungserlebnisse haben, Begegnungen vielleicht mit UFOs, sehr oft die Begegnung mit weißen Wesen, die einem irgendwas sagen wollen, und gleichzeitig passiert außen irgendwas, dass mehrere Menschen so ein UFO gesehen haben. Oder synchronistische Erfahrungen. Sowas kommt vor. Manche Menschen können tatsächlich ihre Erlebniswelt nur so begründen, dass sie Erfahrungen machen, von Außerirdischen entführt, gefoltert, untersucht worden zu sein und so, und dann wieder abgeliefert werden, dass das für diese Menschen die einzige Erklärung wäre. Dann haben wir auch noch diese Erfahrung von Psychokinese und Poltergeist und all sowas. Ich habe damals dann gefragt, sag mal, kommt das wirklich vor beim Holotropen an? Hast du es erlebt? Ja? Er überlegt einen Moment, sagt er, nee, das ist eigentlich nur vollständigkeitshalber erwähnt. Und ich kann euch versichern, auch in meinen inzwischen bald 25 oder sowas Jahren Erfahrung mit Holotropen atmen, es hat noch nie jemand levitiert auf der Matte. Die Musikanlage ist mal ausgegangen. Ich weiß nicht warum, letztendlich. Ja. Es ging auch schon mal eine Glühbirne kaputt, aber es hat nicht diesen Zusammenhang. Also diese Poltergeist-Geschichten tauchen beim Holotropenatmen nicht auf. Synchronizitäten, sowas kann man natürlich auch im Alltag erleben. Es ist sehr schön, wenn man an irgendwas, an jemanden denkt, im nächsten Moment ruft er an, ja, oder manche erklären das so, dass man halt nur die Aufmerksamkeit auf ein Thema hat und deshalb pickt man sich aus der Umwelt dann Dinge raus, die halt gerade passen. Aber manchmal kann man wirklich ganz überzeugende Erfahrungen haben, dass Dinge gleichzeitig auftreten, ohne logisch miteinander verbunden zu sein. Das sind dann so Momente, wo man vielleicht ahnen kann, dass es doch eine größere Partitur gibt im Universum, dass Dinge tatsächlich in Harmonie sind und dann tatsächlich gleichzeitig Dinge auftreten. Ja, das PowerPoint will nicht so, wie ich will hier. Die Koex-Systeme. Als Groff das entdeckt hat, da waren die fraktalen Strukturen noch nicht so sehr bekannt. Das kam erst später, dann Ende der 70er, Mitte der 80er, dass alle von Fraktalen redeten und durch die Computerprogramme dann diese wunderschönen Bilder auch gezeigt wurden. Wir haben diesen Begriff der Selbstähnlichkeit. Sagt das jedem was? Muss ich da viel drüber sagen? Ich sehe so ein Nicken. Also, dass so ein Teil vom Fahnenblatt aussieht wie das gesamte Fahnenblatt. Ja? Dass es so einen gemeinsamen Attraktor gibt, dass sich die Welt ausspielt in all diesen mathematischen Strukturen, die wir überall in uns finden, in den Längen der Fingerknochen, in Muscheln, Schnecken, Blüten. Überall sehen wir diese fraktalen Strukturen und natürlich auch in unserer Psyche. Und so können wir Erfahrungen machen. Wir haben Erinnerungssysteme, Systems of Condensed Experience, wo wir uns vielleicht in einer gewissen Lebensphase nur an Dinge erinnern, die zurücklaufen auf die zweite Matrix, also wo alles eng ist und ausweglos ist, wo wir uns als Opfer fühlen, wo alles sinnlos ist, wo es auch keine Spiritualität und Liebe gibt, die ganze Welt ist Plastik, man fühlt sich von Dämonen vielleicht verfolgt oder als Verschwörungsopfer oder sowas. Ja? Und dann hat man Erinnerungen überall im Leben, die das bestätigen, wenn man dann kommt, sagt man, guck mal, es gibt doch irgendwie einen Sinn, du kannst doch irgendwas tun, es gibt da irgendwie einen Ausweg, dann sagt man, ach, das ist doch alles sinnlos, kann man gar nicht machen. Und es also läuft dieses ganze Erinnerungssystem wie so ein Cluster aus selbstähnlichen Elementen zurück auf so einen Attraktor, der im Geburtskanal steckt. Und so kann man diese vier verschiedenen Phasen als Wurzeln betrachten für diese fraktalen Erinnerungssysteme. Dann macht man vielleicht eine Erfahrung, auf einmal wechselt man das System und dann sieht man die gleiche Realität anders. Eine völlig andere Perspektive, die vorher ausgeschlossen ist. Also diese Erlebniswelten in diesen vier Matrixen, die sind untereinander völlig inkompatibel. Kann ich später nochmal drauf eingehen. Aber es ist eine ganz wichtige Entdeckung, dass es diese Strukturen in unserer Erinnerung, in unserem Wahrnehmungssystem gibt, dass wir die Realität immer so wie von einer dieser vier Seiten betrachten und dann hoffentlich ein bisschen springen können, dass wir mehr einen ganzheitlichen Blick davon bekommen.
Ich werde diese Matrixen jetzt nur kurz ansprechen. Die erste Matrix, das ist der Bereich eben, wo wir noch diese mystische Einheit mit der Mutter haben. Das ist wie ein Paradies, ja. Wie Bacardi Feeling vielleicht, ja, all inclusive am Strand und wir überziehen ein bisschen. Ne? Haben wir auch später angefangen. Gut, das ist eine Zeit, wo wir wirklich alle unsere Bedürfnisse befriedigt haben, eins sind mit Gaia und so, nicht? Wenn das bedroht wird in dieser Zeit, dann können wir so ein Gefühl haben wie kosmisches Verschlungensein, unangenehme Körpergefühle, die dann kommen. Die zweite Matrix, das ist der Bereich, wenn es wirklich eng geworden ist, vielleicht ist das Fruchtwasser schon grün, die Venen fangen an. Das ist diese Phase, wo wir dann frustriert sind, wo wir plötzlich frieren und bibbern können, nicht? Wo wir absolute Ausweglosigkeit erleben können, minderwertig, alles ist sinnlos und absurd, habe ich schon erzählt. Und kann man sich überhaupt nicht fortbewegen, also es gibt einfach keinen Ausgang. Die schlimmste Phase, wo man am liebsten rausrennen will, wo man es nicht ertragen kann, wenn jemand da beim Atmen in dieser Phase drin ist, dann denkt er, ja, hier stinkt alles, es ist alles zu eng, jetzt sind Leute alle verrückt und so, das, wo bin ich hier hingeraten und ich muss hier raus, ich muss ans Licht, ich brauche Luft und so. Ne? Und dann jemanden zu ermuntern, dass man sagt, ja, vielleicht kannst du dich erinnern, es können solche Gefühle auftreten, vielleicht kannst du auch dieses Gefühl ausdrücken und mehr machen, damit es über den Punkt kommt. Das ist immer die schwierigste Phase, wenn man immer denkt, ja, das ist alles da draußen, ja, die Bösen sind da draußen, die uns ans Leder wollen. Nicht? Und das ist schlimm. Also können wir später mehr drüber reden. Die dritte Matrix, das fängt dann also an, wenn man dann so nach dem Vor und Zurück, wo übrigens auch eine Quelle von Zwangsneurosen ist, vor und zurück, fahre ich los, brennt das Bügeleisen noch an, fahre ich wieder los, ja, ist vielleicht das Licht noch an oder so, Zählzwang, Waschzwang, diese Strukturen, die gehören dahin. Und dann hat man manchmal das Gefühl, ja, jetzt weiß ich, wo es lang geht und das ist mein Kanal, so Marke Versicherungsvertreter, du musst nur regelmäßig die Termine machen, in 10 Jahren lebst du von der Provision und dann hast du ein dickes Auto und dann geht's dir gut. Und wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir da durchgehen, dann das ist der Weg und das Ziel und dann schaffen wir es. Aber wir kommen nie an. Es kommt immer wieder was Neues, die nächste Wehe vielleicht und das Ganze endet dann vielleicht titanisch, wo wir dann Erfahrung haben, Krieger zu sein. Wir metzeln alle Bösen nieder, ja, wir sind die Guten und enden dann da im Armageddon und sterben da vielleicht plötzlich. Ne? Vielleicht sind wir selbst der Tiger, der die Knochen und die Schädel knackt. Vielleicht ist aber unser Kopf tatsächlich im Rachen des Tigers gewesen. Und wir haben dann eine Tod- und Wiedergeburtserfahrung, wenn dann die Wehe über die letzte Presswehe da ist und wir flutschen dann da raus. In diese vierte Matrix. Und wir werden wieder angelegt, wir werden geliebt, wir haben das Gefühl, da sind 1000 Augen, die uns beobachten. Die ganze Welt ist wie ein Hologramm, Pfauenaugen, Kristalle, alle sind wir verbunden, alles sind wir kosmische Wesen, nicht? Mythische Begegnungen. Dieser Druck lässt also plötzlich nach und wir haben dieses kosmische Bewusstsein. Das ist eine Perspektive, die man sehr schwer vermitteln kann, wenn jemand im Kanal steckt oder in dieser Sinnlosigkeit. Ja? Was lernen wir wirklich von psychedelischen Lichterfahrungen? Der Atem in der LSD-Psychotherapie ist entdeckt worden, als Leute eben später, nachdem das LSD eigentlich schon längst abgebaut war, noch mal tiefer und schneller geatmet haben, wenn irgendwelches Material noch mal hochkam. So hat man die Rolle des Atmens entdeckt und man kann also das gleiche Material aktivieren, einfach nur durch den Atem. Ihr seid wirklich nur ein paar Atemzüge von all diesen Erfahrungen entfernt. Man braucht nicht irgendwie eine ganz obskure Substanz, um daran zu kommen. Natürlich ist es einfacher, mit Psychedelika sowas auszulösen. Aber mit 10 Minuten, Viertelstunde Atmen seid ihr beim gleichen Material. Nicht die gleiche Erfahrung, aber beim gleichen Material. Gut, wir hatten auch schon die ganzen Elemente, die wir beim holotropen Atmen haben, auch schon in der LSD-Psychotherapie, dass also Emotionen, Haltung, Bewegung, Muskelspannung verstärkt werden, dass wir mit Körperarbeit arbeiten, mit Druck und Gegendruck, auch dass Musik benutzt wurde und sowas. Ja. Das habe ich schon erklärt. Holotropes Atmen, wie gesagt, die Weiterentwicklung der LSD-Psychotherapie völlig ohne Substanzen, zusammen mit Christina Groff am Esseln-Institut.
Wir mobilisieren eigentlich nur spontanes Heilpotenzial der Psyche in außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Wir benutzen begleitende Musik dabei, Körperarbeit, also körperliche Zuwendung auch, Mandala malen als Ausdruck der Erfahrung, dass man die Erfahrung nochmal reflektiert, und dann auch Gruppengespräche für die Integration. Die Allgemeingültigkeit der Topografie habe ich auch schon angesprochen. Für Stan und Christina ist es sehr wichtig, dass ihr Name und ihre Arbeit nicht missbraucht wird. Und gerade wenn man schon akademisch vorgebildet ist, braucht man viel Zeit zum Verlernen, zum Neulernen. Also deshalb gibt es diese dreijährige Ausbildung. Und auch wenn man noch so begeistert ist von der Methode und vielleicht ein, zweimal beim Holotropenatmen war, missbraucht bitte diesen Namen nicht. Und wenn ihr irgendwo hingeht, seid euch sicher, dass wirklich Leute auch ausgebildet sind. Das bedeutet, selber einen Transformationsprozess durchgemacht haben, ihre eigenen Todeserfahrungen auf der Matte ein paar Mal gehabt haben und nicht dann in irgendwelche Angststarre verfallen, wenn euer Material da irgendwie hochkommt, ne? Dass ihr auch wirklich gut begleitet seid. Das Set und Setting beim holotropen Atmen, wir haben natürlich Kontraindikationen. Jemand sollte sporttauglich und gesund sein, nicht gerade schon irgendwie Herzschrittmacher haben oder Herzoperationen, hohen Blutdruck und sowas. Schwangerschaft ist ausgeschlossen. Verschiedene Dinge, wo man sich eigentlich gefährden könnte. Ich glaube, ich gehe da nochmal weiter drauf ein, wenn ich die Zeit habe. Dann haben wir auch vorbereitende Gespräche, wo man auch sowas nochmal direkt abklopfen kann. Und wir brauchen einen störungsfreien Raum, weil alles, was da passiert, beim Atmen die ganze Umgebung mit reinzieht. Das kann also sein, dass irgendwelche Leute meinen, da wird jemand geschlachtet oder es ist Revolution und stört dann. Und deshalb ist wichtig, dass man nicht gestört wird und auch niemanden stört. Dass man eine gute Musikanlage hat, einfach zur Toilette kommen kann, weil man ist nicht verkehrstauglich in dem Zustand. Es kann schwierig sein zu laufen. Man muss sicher zur Toilette gebracht werden können und nicht gerade Treppen steigen und sowas. Dann wird diese Erfahrung in Paaren gemacht, Atmer und Beisitzer. Wer also vormittags der Atmer ist, hat dann seinen persönlichen Beisitzer bei sich und nachmittags wechseln diese Rollen. Wer also vormittags Beisitzer ist, macht nachmittags seine Erfahrung. Es dauert so eine Erfahrung 2 bis 3 Stunden. Wir haben dann gemeinsames Essen, dann gibt es Zeit für Mandala-Malen, natürlich auch Gespräche in der Gruppe. Das ist ganz wunderbar, wenn man dann unter Menschen ist, die eine ähnliche Erfahrung teilen und sich einfach mitteilen kann, dieses Socializing. Ja. Und dann gibt es die Mandala-Runde am nächsten Tag. Also ich mache dieses Setting wirklich so, Treffen Freitagabend, Samstag für die Erfahrung, Sonntag für das Nachgespräch, weil man auch Zeit braucht für diese Erfahrung, dass ich das wieder setzen kann, mal eine Nacht drüber schlafen kann. Also wenn ihr irgendwo seht, mal holotropes Atmen 2 Stunden am Abend, vergesst es. Das ist Missbrauch, ja, das kann man nicht machen. Es kann sein, dass jemand in so einen Prozess reingeht und der braucht 5 Stunden. Und dann muss man die Gelegenheit haben, jemanden so lange auch zu begleiten. Und man kann nicht sagen, jetzt ein bisschen Spannung, jetzt geh mal so nach Hause. 2 Monaten kannst du wiederkommen. Das geht nicht. Auch in der Psychotherapie so, wenn man hat jede Woche vielleicht 45 Minuten, nach 45 Minuten ist man weich geworden, fängt man endlich an zu weinen oder so. Zeit ist vorbei, nächste Woche weiter weinen. Also wir müssen prozessorientiert arbeiten und Menschen wirklich so weit begleiten, bis sie auch wirklich durch sind durch ihre Erfahrung. Kontraindikation, wie gesagt, Herz-Kreislauf muss in Ordnung sein, frische Operationen geht nicht, Infektionskrankheiten, wo man alle anderen ansteckt, ist auch nicht so fair, Glaukom, Netzhautablösung, die drohen würde, wenn man stark anspannt, möchte man auch nichts riskieren, starke Epilepsie ist absolute Kontraindikation, wenn jemand in den Status Epilepticus kommen könnte, das könnte wirklich tödlich werden, leichte Epilepsie ist nicht so sehr ein Problem, das macht ein bisschen Panik, aber ist eigentlich leicht zu handeln, starkes Asthma auch, ne? wenn jemand droht zu ersticken bei sowas, weil sich alles verkrampft, ist absolutes No-Go. Aber wenn man so ein leichtes Asthma hat, Leute haben ein Asthmaspray, kommen damit zurecht. Die legen ihr Asthmaspray daneben, die brauchen das meist gar nicht. Die spannen an, die schreien, die stöhnen, die machen Laute und kämpfen sich dadurch und dann ist vorbei mit diesen Spannungen. Man kann also auch so ein Asthma
damit ausheilen. Schwangerschaft, auch Kontraindikation, wenn da noch jemand im Bauch drin ist, man möchte nicht unbedingt, dass er so viel Stress erfährt, auch nicht, dass irgendwie Wehen ausgelöst werden durch seine Erfahrung. Dann Einnahme von Psychopharmaka oder ernsthafte psychiatrische Probleme, wenn jemand innen und außen überhaupt nicht unterscheiden kann oder wirklich schizophren ist oder paranoid ist und denkt dann letztendlich, ich bin vom Geheimdienst oder sowas, dann kann man nicht mehr kooperieren. Also sowas muss man leider ausschließen, obwohl viele Menschen zu Unrecht psychiatrisiert worden sind. Die haben einfach nur außergewöhnliche Erfahrungen gemacht und werden dann ruhig gestellt. Und also für viele wäre holotropes Atmen auch eine Möglichkeit, wieder ins Leben zurückzuführen, auch nach so einer Erfahrung vom psychiatrischen Missbrauch. Da passieren schreckliche Dinge in so einem Graubereich, legalen Graubereich. Nicht? Also viele Menschen sind einfach zu Unrecht da eingesperrt. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo Leute wirklich Psychopharmaka nehmen müssen, weil sie auch sonst für sich und selbst und andere eine echte Gefahr sind. Das muss man auch sehen. Aber die Grenze zu ziehen, sieht Groff ein bisschen lockerer, aber irgendwo zieht er auch eine Grenze. Nicht auch. Was man erreichen kann, einfach Lösung von Stress und Verspannung, von psychosomatischen Blockaden. Man kann unerledigte Elemente der Lebensgeschichte, von Geburt, transpersonale Erfahrungen integrieren. Solange solche Erfahrungen nicht integriert sind, machen sie Stress, eigene psychische Programme bewusst werden, Sucht und Abhängigkeit loslösen und Nachbearbeitung psychedelischer Erfahrungen. Das ist ganz erstaunlich, wie viele Menschen Dinge hochgeschaufelt haben mit Psychedelika und sich gar nicht bewusst sind, wie sehr sie das im Alltag projizieren, das ganze Weltbild verändert. Menschen, die psychedelische Vorerfahrungen haben, die gehen meistens sehr viel tiefer und schneller rein in das holotrope Atmen als Leute, die das nicht haben. Die Selbstakzeptanz kann verbessert werden, Lebensfreude und Kreativität einfach freigesetzt werden. Es geht nicht immer darum, im Trüben zu fischen und irgendwelche blöden, bösen Dinge hochzuholen, sondern sich einfach mal Spaß und Freude zu erlauben. Es ist wirklich erlaubt, auch mal hedonistische Lebensfreude zu empfinden, zu tanzen und zu lachen und albern zu sein. Das muss nicht immer so schwermütig sein. Ne? Das ist manchmal das Hauptproblem, dass man nicht albern sein darf und dass man das einfach freisetzt. Das Urvertrauen fördern, geistiges, spirituelles Wachstum, vertiefte mitmenschliche Begegnung, Verständnis und Kommunikation. Es ist immer schön zu sehen, wie in solchen Gruppen wildfremde Menschen zusammenkommen und nach einem Tag sind sie wie eine Familie, ja, und herzen und drücken sich alle und erzählen sich Dinge, die sie vielleicht noch nie jemandem erzählt haben. Ja. Und damit, was ich euch wirklich noch ans Herz legen möchte, das holotrope Atmen als Blaupause für psychedelische Erfahrung. Wenn man wirklich seine eigenen Ängste durchgearbeitet hat, wenn man weiß, wie man umgeht damit, wenn jemand krampft, wenn jemand kotzt, wenn jemand wirkt und schreit, ja, und zittert, ja, und wenn man selber da durchgegangen ist und Hilfe gehabt hat, wenn man selber jemanden in den Arm nehmen kann, wenn trösten kann, ohne zu wissen, dass jetzt direkt das auf einen selber bezogen wird, sondern man hilft einfach nur jemandem dabei. Wenn man dieses Set und Setting kennt und Erfahrungen damit hat, dann kann man natürlich auch Menschen durch psychedelische Erfahrungen viel besser begleiten. Das Setting muss etwas anders sein, weil es viel länger dauert. Über Stunden muss man mehrere Beisitzer haben. Aber das holotrope Atmen als Blaupause tatsächlich für ein richtiges Set und Setting beim holotropen Atmen als Vorbereitung einer Session, genauso wie als Nachbereitung. Und natürlich kann ich mich nicht hinstellen hier und öffentlich Drogeneinnahme propagieren, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, schließlich ist das auch aufgezeichnet. Ich werde niemanden dazu auffordern, irgendwelche bestehenden Gesetze zu brechen. Ja, ich fordere auch niemanden dazu auf, irgendwelche Drogen zu nehmen. Aber was ich euch ans Herz legen kann, ist, euren eigenen Schatten zu integrieren, eure Erfahrungen komplett zu machen und wirklich einen Weg finden, jenseits von Verschwörungstheorie und Krieg und Faschismus, wirklich einen Weg zum Frieden zu finden, der in uns allen letztendlich anfängt. Wir alle selber haben Verantwortung für diese Erde und diesen kleinen, fragilen, blauen Planeten. Ich denke, ich kann auch jetzt soweit aufhören, Informationen findet ihr natürlich auf meiner Website. Ich habe auch eine DVD gemacht. Für viele sehr, sehr erschreckend, was man da sieht beim Holotropenatmen. Das ist ein bisschen ein Actionfilm, den jemand für seine Diplomarbeit gemacht hat und 8-Stunden-Session zu 40 Minuten komprimiert hat. Er wollte einen Film machen, der Juri, der keine Sekunde langweilig ist. Ist es auch. Keine Sekunde langweilig. Es schmeißt einen rein in so eine Session. Ich habe extra nochmal einen Epilog dazu gemacht, wo viele Dinge, die da rausgeschnitten wurden, mussten, dann nochmal zur Sprache kommen. Guckt euch vielleicht zuerst den Epilog an und dann die Action, damit ihr nicht
zu sehr abgeschreckt seid. Aber es ist wirklich absolut authentisch und es ist ein ganz normaler Workshop gewesen. Nichts Besonderes, nichts Gestelltes, alles echt. Ansonsten liegen davor noch meine Flyer und auch über das Buch, das neue Holotropes Atmen beim Nachtschatten Verlag erschienen. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit zu fragen und ich denke, wir treffen uns nachher im Café oder so, wo es dann weitergehen kann mit Fragen und Vertiefungen von einzelnen Dingen, die ihr haben wollt. Vielen, vielen Dank, Klaus, für diesen lebendigen und ambitionierten Vortrag.